Heute ist Sonntag, der 2. Juni. Zeit also, das erste Juni-Video 2024 auf meinem Kanal zu veröffentlichen. Ich bin der Callcenter-Crasher. Der heutige Betrügerladen baut bei der Namensgebung darauf, dass der Name Schweiz bei Deutschen ein gutes Gefühl hinterlässt und Vertrauen aufbauen soll. Dass dem nicht so ist, hört ihr wie immer nach dem Intro. Viel Spaß wünsche ich! Jo, moin. Hallo, schönen guten Tag. Jo, moin. Rede ich mit Harald Rosamund? Jo. Mia Becker ist mein Name. Ich rufe an wegen Ihrer Anmeldung von Swisscap. Ah, jo. Haben Sie eine Anmeldung gerade gemacht bei Swisscap und Pro? Jo, habe ich gemacht. Okay, super. Interessiert, Ihr Konto zu aktivieren, richtig? Jo, je nachdem, wie das geht und was das bringt, ne? Sie können ein paar Informationen nehmen und dann entscheiden. So, in unserem Unternehmen, Sie arbeiten mit einem Handelsexpert. Das bedeutet, wenn Sie aktivieren Ihr Konto, ich mache einen Termin für Sie mit einem Handelsexpert und dann, wenn der Expert ruft Ihnen an, er gibt Ihnen Informationen über die Finanzmärkte. Können Sie noch ein bisschen schneller reden, damit man weniger versteht? Okay, tut mir leid, mach ich so. So, jetzt mal langsamer. Langsam reden. Machen Sie Spaß jetzt oder was? Ne, Sie reden so schnell, das kann man ja gar nicht verstehen. Okay, ich versuche langsamer zu sprechen. Jo, dann mal los. Okay, super. So, wenn Sie Ihr Konto aktivieren, Sie kriegen einen Handelsexpert zur Seite. Das bedeutet, er wird Ihnen anrufen und erklären, mit alle wie Finanzmärkten arbeiten und wo können Sie mehr Geld verdienen, in welche Märkte können Sie investieren und alle Informationen, was Sie brauchen. Jo. Haben Sie es verstanden? Das war zu verstehen, jo. Okay. Haben Sie eine Frage? Soll ich Ihnen etwas erklären? Das war jetzt alles, was Sie sagen konnten? Mehr können Sie nicht sagen? Darf ich fragen, wo haben Sie unsere Handelsplattform gesehen? Im Internet. Haben Sie es gesucht, Swisscap.pro, oder haben Sie eine Anzeige gesehen und dann Sie haben Ihre Daten dort gegeben? Ja, das habe ich vor ein paar Tagen gesehen. Das weiß ich aber nicht mehr, wo das war. Ach so, okay. Und Sie sind selber angemeldet bei Swisscap jetzt? Jo. Okay. Wenn ich fragen darf, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Jo, erstmal möchte ich ein bisschen was wissen über Ihre Firma, bevor ich da irgendwas aktiviere. So, wir sind eine Großbritannien-Firma, aber wir arbeiten eine in ganz was, Europa. Bitte? Großbritannien-Firma. Ach, so, Sie sind eine englische Firma. Ja, genau. Jo. Und wir arbeiten mit Kanada, Europe, Australien. Jo, und was kann man dabei nun verdienen? Das ist interessant. So, soll ich Ihnen meinen Manager geben? Weil er kann besser erklären. Können Sie das nicht? Warum rufen Sie denn dann an, wenn Sie das nicht können? Er nimmt jetzt das Gespräch weiter. Oh ja, dann geben Sie auf. Okay. Grüßen Sie, Herr Rosamund. Hier ist Robert Fisch am Apparat. Wie geht's Ihnen? Jo. Kann Ihre Kollegin, ist die noch neu in den Job, dass sie nichts erklären ist kann? Bisschen, ist ein bisschen neu und sie so sagen wir. Das erste Mal, dass, sagen wir, mit Kunden, das viel Interesse hat oder viel bewusst ist. Und sie war nicht sicher, um was sie sagen soll. Deswegen am besten habe ich gedacht, ich spreche direkt mit Sie an, um das für Sie auch leichter zu machen. Ja? Jo, gut, dann mal los. Ja, so Herr Rottermann, so wie ich schon ein bisschen mit Sie gesprochen habe, mit die Frau Becker, die im Grunde für den Anruf ist wegen die Anmeldung, die Sie getätigt haben und Interesse, die Sie gezeigt haben über Onlinehandel. Das bedeutet, dass wir sind hier, Ihnen zu helfen, das Handelskonto zu aktivieren, das Sie mit dem Handel machen können. Bei unserer Plattform her, wie auch die Frau Becker eigentlich schon erklärt hat,
Sie haben die Möglichkeit, weiter mit Kryptowährungen zu arbeiten, mit Aktien und auch mit Rauchstoffen. Mit was? Auch von dann, ja, mit was? Was mit war das erste? Kryptowährung. Haben Sie es schon? Ach, das ist das mit die Bitcoins und die anderen, ne? Ethereum, mit Binance, es sind verschiedene, nicht nur Bitcoin, es sind verschiedene Kryptowährungen am Markt. Normalerweise, unsere Handelsexperten, die studieren den Markt und schauen, welche Krypto am besten an dem Tag zu arbeiten ist. Weil es ist nicht immer eine Krypto, das arbeiten. Sie können nicht immer mit Bitcoin arbeiten. Verstehen Sie mir? Und die schauen, es gibt Binance, es gibt Ethereum, es gibt Ethereum. Es gibt Bitcoin Lite, es gibt Dogecoin, es gibt die Pepe, es sind verschiedene Krypto. Ich habe nur ein paar genannt. Was ist denn Binance für eine Krypto? Die kenne ich ja gar nicht. Nochmal bitte? Sie haben doch gesagt, es gibt eine Währung, die heißt Binance. Ja, Binance. Haben Sie nicht von Binance vorher gehört? Nö, ich kenne keine Bitcoins, die Binance heißt. So, Bitcoin her ist eine eigene Krypto. Verstehen Sie mir? Ja. So, und Binance ist also eine eigene Krypto. So, Bitcoin ist eine Kryptowährung, Ethereum ist eine Kryptowährung, Tether USDT ist eine Kryptowährung. Und Sie haben dann auch Binance. Oder kurz geschrieben ist das BNB. Das ist die viertgrößte Krypto an der Welt. Aha, Binance? Und auch die, na, das kennst du. Ist das Binance oder BNB? Es ist momentan, da eine Krypto ist 580 Dollar. Das ist momentan der Preis von einer. So, wir haben verschiedene. Ich habe nur ein paar genannt, was für eine Krypto die am Markt sind. Verstehen Sie mir? Ich habe Ihnen nicht gesagt, Sie werden bestimmt mit dieser arbeiten oder mit dieser arbeiten. Das macht der Handelsexperte für Sie. Verstehen Sie? Ja. So, bei unserer Plattform. Sie haben dann weiter Überblick auf Ihrem Konto, mit den Operationen, mit alles weiter, was passiert ist. Und Sie haben auch weiter den Trading Room. Normalerweise, wo Sie auch den Trade machen, wie auch der Handelsexperte Ihnen weiter an Sie sagt. Verstehen Sie? Ja, so grob. Ja, machen Sie dafür nicht viel Sorgen, Herr, weil wenn Sie mit dem Handel starten, der Handelsexperte wird das für Sie auch weitermachen. Das bedeutet, sagen wir so, wir zusammen beide hier sind, wir sehen, dass beide sehen und wir schon das gleiche Ding im Moment. Und Sie schauen, was der Handelsexperte für Sie macht. Und so wissen Sie auch, was er macht und was für Sie verdienen. Und er zeigt Ihnen, was auch passiert ist. Jo. So funktioniert das ja. Ja, aber was ich wissen wollte, war doch eigentlich, was man damit verdienen kann. Sicher. Mit welchem, können Sie bitte mir erstmal sagen, mit welchem Betrag Sie starten müssen, und ich kann den Vergleich machen. Naja, Sie können ja so sagen, was man so durchschnittlich verdient, in Prozenten. Okay, so ich kann Ihnen so direkt sagen. Die meisten Kunden, die normalerweise ein bisschen auch schüchtern dafür sind, die starten mit dem 250 € Betrag. Das ist der mindeste Betrag. Und die verdienliche Monat, die machen am ersten Monat, sind von 800 Euro bis 1300 oder 400 Euro. Es gibt ein paar Kunden, die mehr Zeit als andere hätten, mit das sich zu nehmen, haben auch 2000 gemacht oder 3. Aber nicht jedes Mal, verstehen Sie mir? Jo. So, die meisten machen von 800 bis 1300, 1400 Euro. Das sagen wir. Das erste Monat verdiene ich, was wir gesehen haben. Wenn die Person nur die 250 € investieren und nicht mehr am ersten Monat. Oh ja, das lohnt sich ja denn. Nö, dann will ich das mal auch machen tun. Okay. In diesem Fall, Herr, so, Sie möchten mit die 250 € starten, ja? Jo, das würde ich machen. Ah, okay. So. Können Sie bitte mir auch weiter erzählen, welche Zahlungsmöglichkeiten Sie zur Verfügung haben? Ich kann Banküberweisung, das kann ich machen. Banküberweisung, so, okay, ich erzähle Ihnen weiter. Also, wir haben verschiedene Zahlungsarten. Die schnellste ist mit Kreditkarte, mit Klarna oder mit Giropay, wenn Sie Online-Banking benutzen. Das geht direkt weiter vor. Wenn Sie Online-Banking haben, Sie brauchen keine Kreditkarte, Sie können das bei direkt von Ihrem Girokonto machen. Wenn das mit Online-Banking verknüpft ist. Nee, das geht nicht. Ich muss nach nebenan zu der Bank, ne?
Ich verstehe. So, Sie benutzen kann und dann denken, Sie müssen direkt bei die Bank gehen, ja? Jo, genau, die ist ja nebenan. Ich verstehe. So, in diesem Fall, Herr, wir als Unternehmen generieren eigene Bankdaten für jede Kunde. Das bedeutet, die Bankdaten, die Sie von uns kriegen werden, sind verknüpft mit Ihrem Handelskonto. Und dass wir die Bankdaten für Sie machen können, wir brauchen nur noch ein paar weitere Informationen für Sie. Wir starten mal mit Ihrem Namen. Harald Rottemund ist Ihr voller Name, ja? Jo, das ist richtig, ne? Okay. Die E-Mail-Adresse, die Sie uns hinterlassen, bei uns hinterlassen haben, ist haraldrottemund@mailbox.org. Jo, das ist richtig. Okay, das ist das erste Mal, dass ich eine solche E-Mail höre. Aber mach keine Sorgen. Nö, das ist ja auch normal okay. So, ne? Das ist ein E-Mail-Provider. Okay. So, ich schaue mal hier weiter vor. Die Telefonnummer haben wir auch hier weiter. So, Sie leben auch weiter in Deutschland, ja? Auch die Bank ist eine deutsche Bank. Jo. Okay, super. Der Startbetrag ist 150 Euro, ja? Jo, haben Sie ja gesagt, ne? Ja, das ist der Mindestbetrag, super. So, ich brauche noch zwei andere Details von Ihrer Seite. Einer ist Ihr Geburtsdatum, Herr. Und zweitens die Anschrift. Die was? Geburtsdatum zuerst, bitte. Mein Geburtsdatum, wozu brauchen Sie das? Weil die Bankdaten wird für jeden eigenen Kunde persönlich generiert werden und das sind weitere Informationen, die man fragt von das System her. Das ist ja seltsam. Und ich verstehe, habe ich auch schon vorher gehört, aber das ist gefragt, weil wenn Ihr Handelskonto aktiviert und verifiziert ist, musste man alle Informationen vergleichen. So, wenn Sie Ihr Handelskonto verifizieren werden, Sie werden auch weiter eine Form von Verifikation eingeben, wie Ausweis oder Führerschein. Was gebe ich weiter? An dem Moment, dass Ihr Handelskonto verifiziert wird, ja, weil normalerweise müssen Sie sich selbst auch verifizieren werden. Weil das ist, weil jeden hier über Ihr Geld. Jo. Und dass keine andere Person Zugriff auf Ihr Konto haben und so weiter. Sie müssen auch sich selbst verifiziert werden. Und wenn Sie danach die Verifikation machen, Sie müssen auch weiter mit dem Ausweis machen und mit dem Führerschein. Und normalerweise Ihr Geburtsdatum ist auch dort gegeben, ja? Jo. Und deswegen muss man ein richtiges Geburtsdatum auch geben, wenn man die Transaktion macht. Ja, über die Bankdaten. Kann ich Ihnen ja schreiben, ne? Das ist der 28.03.1966. 28.03.1966, ja? Jo. Okay. Noch die Adresse bitte, brauche ich von Ihrer Seite. Jo. Zur Anschrift. Das ist am Hasselhof 2. Am Hasselhof 2, ja? 2, ja. In 38700 Braunlage. 38700 Braunlage, ja? Ja. Okay, am Hasselhof 2, 38700 Braunlage, Deutschland. Jo. Okay. So, in diesem Fall, Herr, ich werde dann die Bankdaten zu Sie generieren. Ich werde dann an Sie weiter per Mail zuschicken, dass Sie alles schriftlich haben. Und wenn ich das gemacht habe, ich werde Ihnen nochmal zurück anrufen, Ihnen zu erzählen und weiter zu erklären, okay? Ja, ich bleibe jetzt erstmal an der Leitung, damit ich auch sehe, dass die Bankdaten hier ankommen. Vielleicht habe ich ja noch eine Frage. So viel Zeit haben okay, Sie ja sicher. Können wir so ruhig warten, machen Sie keine Sorgen. Nur deshalb habe ich Ihnen gesagt, wenn vielleicht das ein bisschen dauert, deswegen. Aber für mich können wir ruhig in die Linie bleiben, ja? Jo, das machen wir. Okay. Also ich habe das weiter bei meiner Finanz geleitet haben. Ich warte nur noch über die Bestätigung, dass wir die Bankdaten weiter zuschicken. Ja gut, das kann und ja nicht so lange dauern. Dann Sie warten. Kann nicht so lange dauern, Herr, aber manchmal, wenn wir viele Kunden haben, dauert ein bisschen. Deswegen habe ich gesagt, trotzdem, Sie können nochmal parat bleiben, kann ich auch. Jo, das ist gut. Nicht, dass ich da noch mal eine Frage habe oder so, ne? Kann ja sein. Trotzdem, wenn ich in die Bankdaten schicke, ich werde ihn noch mal an Sie anrufen. Das habe ich schon mal am Anfang gesagt. Bitte. Jo, aber erstmal muss ich ja die Bankdaten haben, dass ich da mal drauf gucken kann. Ja. Okay, nur einen Augenblick, wir warten mal.
Jo. Wir haben mir bestätigt, dass sie die Information genommen haben. Ich arbeite nur für, ich warte nur für die Generation für die Bankdaten, okay? Jo. So in der Zwischenzeit, dass wir auch ein bisschen unterhalten können zusammen. Herr Ottermund, wenn ich ihn fragen darf, was machen Sie beruflich? Ich bin Bauer. Sie sind Bauer? Jo. Okay. Ah, ja, so, wie läuft man mal bei der Arbeit so dort? Bitte? Nur einen Augenblick, bitte. Ich guck mal meine Linie. Ich denke, ich höre ihn nicht sehr gut. Nur einen Augenblick, ja? Jo. Kommt meine Stimme jetzt vielleicht besser an Sie? Ja, genauso eigentlich. Ist gut, ja? Ja, ja. Ah, okay, weil ich denke, ich hatte Probleme mit der Linie. Aha. Okay, so Sie haben gesagt, Sie arbeiten im Bauer, ja? Haben Sie viele Jahre an dieser Arbeit? Jo, ich bin mein Leben lang Bauer. Ja, ich verstehe. So, was für ein Bauer sind Sie? Mein Vater war auch ein Bauer. Er hat mit Holz, mit Aluminium gearbeitet, mit allen Möglichkeiten. Ein Bauer, der mit Holz... Ich glaube... Er hat viel gemacht, deswegen. Er hat auch mit Holz gearbeitet, aber mit Holz macht er mehr zu Hause. Er macht so Dekoration, er möchte so machen. Aber er hat weiter mehr so mit Türen, mit Fenster gearbeitet und mit die Hausdekorationen am meisten. Wissen Sie, was ein Bauer macht? Ich weiß, was ein Bauer ist, aber manchmal, wenn ich Leute versuche zu erklären, die verstehen nicht und ich sage direkt Bauer. Ja, dann erklären Sie doch mal, was ein Bauer macht. So, in diesem Fall, Herr Bauer, so können wir sagen, normaler Bauer oder ein Ingenieur? Verstehen? Ich weiß nicht, was die Bauer nicht machen. Ein Bauer hat nichts mit Ingenieur zu tun. Ein Bauer ist ein Landwirt. Nochmal bitte? Ein Bauer ist ein Landwirt. Landwirt. Wie meinen Sie Landwirt, bitte, Herr? Wir haben falsches Verständnis dafür. Ja, na gut, Landwirt. Landwirt ist Landwirt. Okay. Ist ein Mann, Landwirt, der auf dem Feld fährt und Weizen und Mais und Rüben und all das anbaut. Ich verstehe. Okay. Ja, danke für die Erklärung dann in diesem Fall. Jo, das ist aber, wenn Sie das gar nicht verstehen, das ist aber komisch. Nein, es ist nicht komisch, weil bestimmt Sie denken, dass ich auch von Deutschland bin, aber ich bin nicht ein Deutscher, Herr. Nö, das hört man schon. Ich bin persönlich von England. Von England und wie ich verstehen kann, ich hatte das falsche verstanden für das Wort in diesem Fall. So. Trotzdem dann danke von Ihrer Seite, dass Sie mir das erklärt haben, das heißt ehrlich zu sagen. Jo, gut, dann wissen Sie das ja. Danke. So, haben Sie die E-Mail schon geschickt oder so? Ich habe hier nämlich noch nichts gekriegt. Immer noch nicht, nur einen Augenblick, weil ich überprüfe meine eigenen Nachrichten. Okay. Weil ich muss gleich wieder raus ins Tal, ne? Ah, okay, nur einen Augenblick bitte. Die schreiben mir über die Bankdaten und das schicke ich Ihnen an Sie weiter. Jo. Okay. Nur einen Augenblick, bitte. Boah, ich habe da nämlich eine Kuh, die ist am Kalben, ne? Ich krieg Kälber. Ich verstehe. Ich schreibe das an Sie jetzt direkt an, Herr. Ja. Nur einen Augenblick, bitte. Weil ich habe die gekriegt. Okay, nur einen kurzen Augenblick. Ich bin gerade am Schreiben, ja? Jo, dann schreiben Sie mal. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch hier, Herr. Ich bin nur am Schreiben. Ich habe mich selbst gemutet, dass Sie keine Geräusche haben im Apparat.
Oh ja, das hört sich dann immer an, als hätten Sie aufgelegt, ne? Ah, tut mir leid, das habe ich nicht. Ich bin immer noch hier in die Linie. Jo. Dann ich mute mich nicht selber ein, okay? Jo, das ist freundlich. Das ist immer so ein bisschen unhöflich, ne? Da meint man immer, dass das Gegenüber dann gar nicht mehr eine Linie ist, ne? Ich verstehe, was Sie mir sagen. Normalerweise mache ich das, weil meisten Kunden sagen, okay, wenn Geräusche sind und so weiter, dass ihn auch nicht störe. Deswegen, aber nicht das über einen anderen Grund, ja. Jo, wenn man bei der Arbeit ist, dann macht das manchmal ein bisschen Geräusche, ne? Das ist klar, ne? Ja. Wenn ich auf dem Trecker sitze und Ich fahre, dann verstehe. macht das auch Krach, ne? Ja. Okay. Sind Sie denn eigentlich so eine ganz erfahrene Plattform? Noch einmal bitte, Herr. Sind Sie denn eigentlich eine ganz erfahrene Plattform? Wie lange gibt es Ihre Plattform denn schon und wie lange arbeiten Sie denn schon damit? Ich persönlich habe 2 Jahre bis jetzt, aber die Plattform ist mehr als 10 Jahre an die Arbeit, sagen wir. So, ich bin hier nur ein Vorgesetzter, von dem Kunden zu helfen, weiter mit dem Handelskonto zu aktivieren und um zu verifizieren. Jo, Ich bin weiter. nicht ein Handelsexperte, nur dass Sie dann auch dafür bewusst sind. Ja, gut, aber ich wollte ja nur wissen, ich möchte halt wissen, dass diese Plattform, mit der ich da zusammenarbeiten will, auch ein bisschen Erfahrung hat, ne? Hat viel Erfahrung. Hat viel Erfahrung. Zehn Hat viel Jahre haben Sie Erfahrung, Herr. gesagt? Mehr als 10. Mehr als 10. Das ist ja mal Ja. gut. Okay. So, gerade wurde raus an Sie eine Mail zugeschickt haben. Bitte überprüfen Sie Ihr Posteingang. Jo. Jo, da ist was da. Es muss von Robert.Fischer sein, ja? Jo. Okay, öffnen Sie bitte. So, dann habe ich hier. Ich sehe, Name des Begünstigten ist Linerum EOOD. Was ist das denn? Das ist eine Bankverbindung von unserer Seite her, die wir haben. Nö, Da da müssen Sie müsste doch dann weiter. eigentlich Ihre Firma stehen. Nein, das ist eine Bankverbindung her. So, unsere Firma ist die Plattform. So, Ja, verstehen Sie mir? eben. Es ist der Das Name von ist. der Plattform. Aber wir können nicht eine Bank in unserem Namen haben. Ja, aber Sie sind doch der Begünstigste. So, Das das ist der ist. Empfängername, Herr, in diesem Fall. Nee, Verstehen Sie mir? das müsste ja Ihre Plattform dann sein. Ihr So, Herr. Firmenname. Die Transaktion, die Sie tätigen mit den Bankdaten, ist eine Überweisung bei einer Partnerbank von unserer Seite. Wenn Sie die Transaktion dann tätigen, Oh, ich die sehe gerade Transaktion, die Sie machen, eine IBAN. nochmal, Was ist denn MT? das ist Malta, Herr. Das ist eine Bankverbindung von unserer Partnerbank. Und Sie sind eine Firma aus England. Und Sie Wir haben haben eine. verschiedene Haben Sie. Partnerbank, Herr. Das Ja. ist die eine, dann weiter, dass auch die Kunden, die die Transaktionen machen, keine weiteren Gebühren dann weiter zahlen. So, Sie zahlen 250 Euro und die 250 Euro gehen direkt auf Ihr Handelskonto. Es ist nicht, dass Sie zahlen 250 und danach Sie haben dort 220 Euro, weil es hat sich 10 Euro Gebühr oder 30 Euro Gebühr und solche Sachen. Nee, Deswegen, wir sagen, die Kunden, das ist. 250 Euro Einzahlung, Nein. 250 Euro Transaktion ist dort. Ja, aber das ist ja normal so. Wenn ich 250 irgendwo hin überweise, dann überweise ich 250 Euro. Dann kostet das keine Gebühren. Ja, so, Gar Herr, nicht. normal, wenn Sie dann weiterarbeiten mit verschiedenen anderen Plattformen, die meisten Plattformen halten auch weiter sich Gebühren von 10 Euro bis zu 30 Euro pro Transaktion. Und wir machen solche Sachen, dass die Kunden dann keine Gebühren zahlen. Wir sagen nicht Ihnen, so, Sie machen 250 Euro, aber an Ihrem Handelskonto werden 220 Euro sein. Das ist aber Deswegen. alles ein bisschen komisch, weil Sie heißen doch hier irgendwie Swisscap. Das sagt doch eigentlich Schweiz, ne? Und Das ist der Name von der Trading-Plattform, Herr. ja, und nu sitzen die Aber in es kann England. nicht von unserer Bank sein. Ja, können Sie mich da mal ausreden lassen, wenn ich Fragen habe? Sicher, sicher. Ja, also Sie sagen ja Swisscap. Und dann ist Ihre Firma in England und Ihre Bank ist irgendwie in MT in Malta. Das ist Ja. aber komisch. Das ist komisch. Das ist Haben Sie gar nicht so komisch zu sein, Herr. ich bin immer noch nicht fertig.
Haben Sie denn keine Bank da, wo Sie sind, in Großbritannien oder in Deutschland? So, wir haben verschiedene Partnerbanken in der Welt, aber wir geben den Kunden eine Bank, die dann weiter keine Gebühren sich fragt von der Transaktion her, weil sie machen eine Transaktion auch im Außenland. Und für Handelsplattformen, jede Handelsplattform hat, wenn sie weiter sich gehen und wo weiß ich, sich melden, bei Binance oder wo immer anders, ja, es heilt sich weiter für die Transaktion, die sie tätigen, minimal 10 Euro als Gebühr. Und wir machen solche Sachen, dass die Kunden keine Gebühren zahlen, ja. Einfach die Transaktion zahlen, von die sie gemacht haben, und danach alles Geld, die sie eingezahlt haben, geht auf ihr Handelskonto. Jo, aber sonst hätte ich Ihnen gesagt, Sie machen eine Einzahlung von 280 Euro, dass Sie danach 250 Euro auf Ihr Handelskonto haben. Jo, wenn das dann ein deutsches Konto ist, dann mache ich das gerne. So, das Geld geht direkt dann weiter auf Ihr Handelskonto. Das ist eine Bankverbindung, das leitet die Transaktion, die Sie tätigen, auf Ihr Handelskonto. Deswegen haben wir das. Ja, gut, aber ich sag ja gerade, das ist alles ein bisschen komisch. Haben Sie da kein deutsches Konto, dann würde ich gerne die Gebühren zahlen. Dann zahle ich mehr, ja, das kein Konto, Problem. Hören Sie bitte mir zu, Herr. Das Konto ist, das Handelskonto ist, wo Sie sind. Das bedeutet, wenn Sie in Deutschland sind, Ihr Handelskonto ist in Deutschland. Das ist eine Bankverbindung, das Geld bleibt nicht dort. Das leitet das Geld auf Ihr Handelskonto. Jo, das ist schon klar, aber das ist erstmal eine Bank, lassen Sie mich. Das ist aber eine Bank in Malta, haben Sie gesagt, ne? Es ist einfach eine Bankverbindung, weil Sie sagen, ja, mir, es ist klar, aber Sie können mich dann noch dieselbe nicht Frage. Dauernd nicht dauernd unterbrechen. Also, nochmal. Sie haben jetzt eine Bank auf Malta, sitzen in England. Und ich würde lieber ein bisschen Gebühren zahlen, wenn Sie ein deutsches Konto haben, weil dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ja. Haben Sie kein Sie deutsches Konto? Lassen Sie sich bitte mich ausreden! Konto. Einen Augenblick, Herr, weil Sie sagen deutsches Konto, aber ja. Es ist gar nichts mit das Konto zu tun. Das Konto doch, ist das Ihr hat Konto, was mit der Bank zu tun. Das hat was mit der Bank zu tun. Wahrscheinlich kann ich gar nicht nach Malta überweisen. Deswegen wollte ich doch wissen, ob Sie ein deutsches Konto haben. Dafür zahle ich gerne auch ein bisschen Gebühren. Nochmal, die Linie war ein bisschen schlecht. Können Sie das hier nochmal erklären, was Sie gesagt haben? Nochmal. Wenn Sie ein deutsches Konto haben, dann würde ich gerne auf das deutsche Konto überweisen. Dafür zahle ich auch gerne ein bisschen Gebühren. Das ist kein Problem. Da bin ich sicher, dass es ein deutsches Konto ist. Haben Sie ein deutsches Konto? Geht mit einer anderen eine andere Bankverbindung auch für Sie? Ja. Je nachdem. Okay. Malta ist komisch. Was wäre nicht komisch für Sie sein? Von Deutschland gehen wir weg. Was wäre dann weiter für Sie nicht komisch? Ja, gut. Dass ich ihn fragen darf. Da, wo Sie sitzen, also in England oder Deutschland? Nur so. Nur diese beiden werden von Sie akzeptabel, ja? Jo. Bleiben Sie dran, ich werde mal nachfragen. Jo. Und nun hatte er mich 3,5 Minuten in der Leitung warten lassen und suchte ein neues Konto. Weil ein Konto auf Malta, das hat mir ja nicht gefallen. Schauen wir mal, ob er eins gefunden hat. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch hier. Ich warte nur weiter von der Bestätigung. Ah ja. Weil wenn Sie eine Firma in England sind, dann müssen Sie doch eigentlich auch ein Konto in England haben. Ich warte nur von der Bestätigung. Können Sie bitte dranbleiben? Jo, ich habe ja nur nachgefragt. Danke. Weil wenn Sie eine Firma aus England sind, dann müssen Sie doch eigentlich auch eine Bank in England haben, oder nicht? Herr, einen Augenblick bitte, dass ich Ihnen etwas erklären kann. Was wir machen hier ist weiter mit Online-Trading zu arbeiten. Die Transaktionen, die Sie tätigen, die sind immer in Bewegung online und die bleiben nicht in einer Bank. Deswegen, wir benutzen einfach eine Bankverbindung, dass für Sie, für Kunden und auch für uns keine Gebühr sich weitergibt. Sie fragen Sie jetzt sich für eine deutsche oder englische Bankverbindung. Deswegen sage ich Ihnen, bitte bleiben Sie dran, bis ich Ihnen eine Antwort geben kann, okay? Jo. Weil ich warte von meiner Antwort sich selber. Dankeschön für Ihr Verständnis. Jo, da doch mal los, ne? Ich sag ja nur, weil es jetzt wieder so ruhig ist auf einmal, ne? So, Herr, ich mache Mute hier weiter mein Mikrofon.
weil es kann sein, dass ich bewegen mich muss und ich kann einfach nicht das Mikrofon auslassen. So, ich werde nochmal Mute machen und bitte bleiben Sie dran, bis ich zurückkomme, okay? Jo. Danke. So langsam wird der nette Betrüger etwas garstiger und hat mich wieder knapp 5 Minuten warten lassen. Mal sehen, ob wir ihn nicht noch garstiger und wütender machen können. Dauert das noch lange? Hallo? Ja, ich bin auch hier. Ich warte auf eine Antwort, dass wir die englische Bankdaten für Sie kriegen können, okay? Jo, weil ich ja also gesagt habe, ich muss ins Tal, weil da sind Sie... Ich kann Ihnen auch zurück anrufen, wenn Sie möchten. Einfach sagen Sie, wann Sie nochmal zu erreichen sind. Wenn Sie nicht die Zeit haben, normalerweise mal parat zu warten haben. Jetzt warten wir hier. Jetzt warten wir einmal hier. Ist ja kein Problem. Okay. Wie Sie möchten, ich kann Ihnen zurückrufen oder ich kann in die Linie mit Sie bleiben. Nö, dann bleiben wir mal in der Linie. Ist ja kein Problem. Okay, wir bleiben in die Linie. So, Herr Rottemund, ich habe nachgefragt und momentan, wie ich hier sehen kann, zur Verfügung sind nur diese Bankdaten, die ich Ihnen geschickt habe. Oh, das ist komisch, weil gerade, weil da noch nicht mal Ihr Name mit drin steht, ne, Ihre Firmenname. Das ist komisch. Aber, So, Herr, Sie können mir sagen, das fühlt sich für Sie komisch, aber das ist ganz normal, Herr. Ich gebe Ihnen weiter den Namen direkt von unserer Bankverbindung, das nur für die Transaktion sich weiterleitet auf Ihr Handelskonto. Ja, gut. Es ist nicht, dass das Geld geht dort und bleibt dort. Verstehen Sie mir? Ja, gut. Ich kann Ihnen nochmal weiter sagen, hier Name des Empfängers, unseren Namen. Aber würde ich dann nur an Sie weiter lügen. Verstehen Sie mir? Ja, und liegen würde ja nie tun, ne? Weil die ja sind, Sie sind ja so grundehrlichen Typ, ne? So, Herr, ich habe Ihnen weiter so geschickt, wie man so normalerweise ist. Ja, ne? Ich kann Ihnen nicht einfach so geben, so es gab, was ich Ihnen will. Verstehen Sie mir? Ja gut, aber dann habe ich nochmal eine Frage. Hallo. Ja. Ich hab da nochmal eine Frage. Wo ist denn dann der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Wenn Sie weiter auf die Seite sehen, wir sind weiter in London, Herr. Jo, gut. Dann habe ich noch eine Frage. Sie sind ja... Sie haben gesagt, Sie sind über 10 Jahre am Markt. Okay, gut. Ja. Aber Sie sind ja dann so ein Finanzdienstleister. So heißt das, glaube ich, ne? So, wir sind eine Trading-Plattform, nicht eine Finanzdienstleister. Nee, das eine Trading-Plattform ist ein Finanzdienstleister. Wissen Sie das nicht? So, Herr, ich versuche Ihnen zu erklären. Ja, es gut. Es ist nicht, dass wir sagen, wir ein Finanzinstitut sind. Oder nein, nicht. Bank oder was das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage, Sie sind ein Finanzdienstleister. Kennen Sie das Wort nicht? Ich kenne das Wort, Herr. Ja, aber eben, und dann sind Sie doch. Fall, eine Trading-Plattform ist ein Finanzdienstleister. Das ist so. Ja, in diesem Fall, Herr. Was ich Ihnen versuche zu erklären, ist, dass am besten für uns gesagt ist, weiter ist, dass wir sind über eine Trading-Plattform und wir sind sich über nur Online-Handel sich verfügbar. Und ich denke, das Beste wird für uns ist dann wieder dann weiter eine Online-Trading-Plattform oder weiter mit einer Online-Handel-Plattform. Jo, dann Sie können uns auch so nennen, das passt auch. Ich sage Ihnen nur weiter, wie wir auch uns sagen, Herr. So, dann, also, wo sind Sie dann also reguliert als Firma SwissCap? Wo sind Sie dann reguliert? So, wir sind dann weiter bei die FCA, bei die englische Institut. Bei FCA? Nicht von Europa. Ja gut, okay, das ist ja kein Problem, ne? So, bei der FCA sind Sie reguliert? Sind wir leider dort, bei der englischen dort. Ja gut, da gibt's ja dann immer auch so, so eine komische Nummer, ne? Referenznummer. Ja, können Sie mir die mal sagen? Ja, können Sie mir die mal sagen? Ja, ich hole das nur hoch, nur einen Augenblick, ja? Jo. Und nun wieder eine längere Wartezeit, in der er sich eine Lizenz aus den Fingern saugen musste. Natürlich wieder von mir rausgeschnitten. Haben Sie die gut versteckt, dass Sie gar nicht wiederfinden? Nochmal bitte, Herr? Haben Sie die so gut versteckt, dass Sie die gar nicht wiederfinden? Ich hole nur um die kurz hoch, Herr.
Ja, wo ist die da? Ist die im Keller oder wo ist die? Das ist lange her, bevor wir das letzte Mal unseren Kunden diese Frage gestellt haben. Und ich habe die nicht momentan am Kopf, ja. Jo, ich dachte nur, dass die nicht im Keller liegt. Dann müssen sie die nicht hochholen. Scheinbar musste er wirklich runter in den Lizenzkeller. Die Wartezeit wie immer herausgeschnitten. Schauen wir mal, wie ich ihn noch ärgern konnte. Finden Sie den nicht wieder? Nur einen Augenblick, ja? Sie können doch warten, richtig? Ja, aber das dauert ja schon lange. Ah, okay. Wenn Sie da sowas wie der Chef ist. Hey, wenn Sie warten können, ja. Wenn nicht, kann ich ihn auch später anrufen oder weiter schriftlich schicken. Nee, habe ich nicht schon gesagt. Aber ich verstehe nicht, dass das so lange dauert, diese Referenznummer zu finden. Ich habe die versteckt. Was soll ich Ihnen sagen? Haben Sie versteckt? Ist ja komisch, damit die keiner findet. Dass diese ollen Lizenznummern bei legalen Firmen aber auch immer so gut versteckt werden. Also wieder mal minutenlange weggeschnittene Wartezeit für euch. So, die Nummer, wenn Sie es suchen können, ist 164689. 164 und weiter? 689. 689. Ja. Dann schauen wir doch mal. Alles klar. So, Herr. So, Sie jetzt. Bitte weiter, ja, in Ruhe. Nee, ich schaue jetzt gerade. Ich habe auch andere Termine. Und ja, Sie können dann meine Mail zurückantworten. Nee, ich möchte Ihnen ja sagen, was ich gefunden habe. Kann ich nicht bleiben, Herr. Tut mir leid. Deswegen. Ah, dann haben Sie also jetzt bewiesen, dass Sie ein Betrüger sind. Okay, kein Problem. Tut mir leid. So einfach antworten Sie mir bei meiner Mail zurück, ja, und ich kann ihn zurückrufen. Nein, ich weiß doch, dass du ein Betrüger bist. Ich weiß doch, dass. Du hast mich doch von vorne bis hinten belogen, weißt du? Deine Webseite, die ist 97 ja. Tage alt. Du bist ein Betrüger. Du bist ein Wie viele ganz Tage dummer. Alt ist unsere Webseite? 97. Am 1. Weiß, Februar erst erstellt. Haben, ja, das kann man im Internet prüfen, ganz einfach. Du bist ein Lügner, okay, du bist ein Betrüger. Nein, Sie wird das mir weiter her. Nee, das kannst du. Nein. Warum soll ich einem Betrüger was weiterleiten? Du bist ein dummer, falscher Betrüger. Du bist ein Bastard. Das bist du. So, Herr. Ja, du bist ein Bastard, richtig. Warum haben Sie so lange mit uns hier geblieben? Kann ich dir sagen? Willst du das nicht hören? Sie, du hast mich gefragt, dann hör dir meine Antwort an. Du möchtest mal eine Antwort haben? Ja, gut, dann halt mal den Mund und hör zu. Warum ich so lange mit dir dranbleibe? Ja, dann halt doch einfach mal den Mund. Halten Sie das? Nee, du wolltest doch eine Antwort haben. Ich mache ein Video mit dir und stelle es auf YouTube, genau. Okay. Über dumme Betrüger, wie du einer bist. Ich verstehe. So, genau. Was ich hier verstehen kann, ist, dass Sie haben selber investiert, Herr Geld. jetzt habe ich wieder Geld verloren. Immer dieselbe Story, die ihr dann kommt. Und gleich kommt auch die Schiene mit dem Nazi, was? Ne? Kommt mit, auch noch, ne? Kommt? Oder Beleidigung, mit ne? Was kommt jetzt? Ja. Nein, ich kann nicht beleidigen, aber umsonst. Ja. So, ich werde ihn nur beleidigen, als Sie mir beleidigt haben, aber ja, ich werde nicht so... Ich weiß doch, dass du ein Betrüger bist, das ist doch keine Beleidigung. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Das ist eine sehr große Beleidigung, Herr, aber ich werde nicht... Ja, dann zeig mich doch an, zeig mich doch einfach an bei der Polizei. Zeig mich doch einfach an. Können Sie mir weitermachen? Einfach gehen Sie bei die Polizei, zeigen mir. Nee, warum sollte ich das? Ich hab doch das schon erreicht. Ich weiß, dass es nicht dein richtiger Name ist. Das ist ein Fake-Name. Ich bei die Polizei her. Ja, wen soll ich anzeigen? Ein Fake-Namen? Ich weiß doch, dass ihr auch nicht. Ich weiß doch auch, dass du nicht in England bist. Das wissen Sie, Herr, wie Sie mir anzeigen. Wenn wir Betrüger sind, bitte machen Sie eine Anzeige. Nein, brauche ich doch gar nicht. Ich weiß, dass ihr Betrüger seid. Ja, geh du doch weg, dummer Betrüger. Geh doch weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh du doch. Ich lege dich auf. Ich lege dich auf. Ich lege dich auf. Geh weg. Es tut mir sehr leid für Sie, Herr. Ja. Sie sind verrückt geworden. Nein, ich bin ein schlauer Scambaiter, der nicht auf deine Lügen reinfällt. So, ich mache hier meine Arbeit. Du betrügst, aber richtig. Tut mir leid für Sie. Deine Arbeit ist Betrug, richtig. Hilfe zu du betrügst die Leute, genau. Machen, genau.
Komm, zeig du mich doch an. Zeig du mich doch an. Zeig mich doch einfach an, dann habe ich deinen echten Namen. Ich kann Ihnen nicht anzeigen, Herr, Sie haben mir nichts gemacht. Ja, siehst du? Ich kann verstehen, dass Sie verrückt sind und ich werde den Arten helfen. Och, ja, ja, natürlich. Ein ganz, ganz netter Betrüger, der mir helfen will. ich kann Ihnen nicht helfen, von wo ich bin, aber gehen Sie... Nee, irgendwie, wo sind Sie denn? In Russland? Ich glaube Russland, ne? Russland oder so. Oder so Russland ist, ne? Danke für das nette Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, jetzt, vergessen Sie nicht, du kannst jetzt auflegen. Du kannst jetzt auflegen. Fragen, ja? Du kannst jetzt auflegen. Leg auf. Endlich mal ein Betrüger, der nicht beleidigen wollte. Ich denke, dass ich ihm den Wind aus den Segeln genommen habe, nachdem er sagte, dass ich mal viel Geld verloren hätte. Deren Lizenz, nach der er so lange gesucht hatte, war natürlich von einer anderen Firma, die nur so ähnlich klang. Und er hat schon vermutet, dass ich diese Lizenz komplett überprüfen kann und wollte mich daher schnell loswerden. Eines habe ich aber geschafft. Ich habe ihm viel Zeit gestohlen, in der er kein anderes Opfer betrügen konnte. Nun aber Schluss für heute. Bis Mittwoch, habt eine gute Zeit und lasst euch bitte nicht abzocken. Euer Callcenter Kascha. Dieser Anruf kam ja von swisscap.pro. Die E-Mail wurde aber von InvestJPM versendet. Wenn die Betrüger mir den Ball ja so schön auf den Elfmeterpunkt legen, dann lasse ich mir eine solche Möglichkeit nicht entgehen. Auf dieser neuen Webseite desselben Callcenters habe ich mich am nächsten Tag mit einer anderen Identität angemeldet. Nach wenigen Minuten kam der Anruf und den hört ihr jetzt. Jo, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Jo. Hallo. Warum machen Sie jeden Tag eine neue Anmeldung? Wer ist denn da? Wir haben zusammen gestern gesprochen. Weil ich dich Betrüger ärgern will. Genau deswegen. Sie sind ein Betrüger. Nee, du bist ein Betrüger. Sie sind ein Betrüger. Du bist ein Betrüger. Nein, bist ein Behindert. Wie betrüge ich dich denn? Warum machen Sie jeden Tag ein neues Anmeldung? Ja, habe ich doch gerade gesagt, um dich zu ärgern, weil du ein Betrüger bist. Ich auflege jetzt? Ja, gut. Trotzdem habe ich ein Video über dich. Ärger dich noch. Ist es nicht herrlich, wie die sich ärgern? Inzwischen können die erahnen, wie viel deutschsprachige Scambaiter es gibt, sodass sie inzwischen Angst davor haben, mit ihrem Anruf wieder bei einem von uns zu landen und ihre Zeit zu verschwenden. Durch unser internes Netzwerk werden alle Betrügerseiten weitergeben und schon meldet sich der nächste Scambaiter dort an. Da dies ja nur ein kurzer Nachtrag ist und ich mich schon verabschiedet hatte, halte ich es nun kurz. Bis zum Mittwochsvideo. Tschüss, euer Callcenter Crusher.